und ich darf im Mittelgewicht für Paris United in die blaue Ecke rufen. Michel Tavares! Ich bin Stefan Hertel und alle guten Dinge sind drei. Geleitet wird dieser dritte Kampf des heutigen Abends in der Gewichtsklasse Mittelgewicht von Referee Yasa China. Punktrichter dieser Begegnung Lars Profil, Sierra Adalan und Albino Fotit. Thank you.
Tavares, der 22-jährige Franzose mit 1,80 Meter Größe, hier in der Begegnung gegen Stefan Hartel. Seconds out for the second round. Ring frei für Runde 2. Stop. Seconds out for round 3. Ring frei für Runde 3. Second round.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Box. Thank you.
Box. Yeah.
Boba. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, der dritte Kampf des heutigen Abends in der Gewichtsklasse Mittelgewicht bis 73 Kilogramm. Ein Kampf, eine Begegnung, meine Damen und Herren, die an Dramatik mit jeder Runde zugenommen hat. Und wir dürfen gespannt sein auf das offizielle Ergebnis. Die Punktewertung in dieser Begegnung zwischen Michel Tavares und Stefan Hartel. Wir erwarten das offizielle Ergebnis von unserem Supervisor aus Wahlo Bisbal für diesen dritten Kampf des heutigen Abends hier in der World Series of Boxing. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte beide Boxer in die Ringmitte. Und wir schauen auf das Ergebnis nach Punkten. Punktrichter 1, 47 zu 47. Punktrichter 2, 48 zu 46. Punktrichter 3, meine Damen und Herren, 46 zu 47. Und damit endet dieser Kampf mit einem Unentschieden. Die dritte Begegnung des heutigen Abends, meine Damen und Herren, im Mittelgewicht bis 73 Kilogramm. Wir bedanken uns bei den beiden Athleten Michel Tavares von Paris United und bei Stefan Hartel von den Leipzig Leopards. Meine Damen und Herren, vor dem vierten Kampf bitten wir auch Michel Tavares, den Ring zu verlassen. We ask you to leave the ring, please. Stefan Hartel, was war das für eine Schlacht? Ja, war ein schöner Kampf, wie ich es erwartet habe. Schwieriger Gegner. Und ich glaube, auch wenn es jetzt unentschieden war, wir haben dem Publikum einen guten Kampf geboten. Der war ein bisschen unsauber, der Kampf. Ja, auf jeden Fall, weil er halt, wie gesagt, wie ich dir angekündigt habe, immer ein bisschen wegläuft. Er hat mir einmal tief gehauen, ich habe ihm aus Versehen einmal einen Kopfstoß gegeben. Ah ja, ausgleichende Gerechtigkeit. Vielen Dank auch an den Referee des Kampfes, Yasa Chiha. Vor dem vierten Kampf, meine Damen und Herren, anständig. Schauen wir zwischenzeitlich einmal auf das Ranking in der Gruppe B. Denn hier